Hey Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda A Link to the Past. Yeah. Wir stehen hier zum zweiten Mal vor dem nuklearen Kinderriegelturm, der jetzt nicht mehr so nuklear ist, weil die sieben Prinzessinnen meiden, was auch immer, den Kinderriegel weggefuttert sind und verschwunden sind. So, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mich aufgrund des Megafelds in dem bösen, dunklen Boden Verschwindibusraum mehr Bomben geholt, denn das ist der einzige Weg, wie ich weiß, wie ich da drüber komme. Und so sicher ich meine Bomben auch noch von 20 auf 30 erhöht. Da ist auch ganze Geld weg. Und ich habe mir ein blaues Elixier oder hier Super Elixier und drei Feen nochmal geholt. Nur so nebenbei, das war alles offscreen. Also ihr habt nichts davon gesehen. Zumindest nicht, dass ich wüsste, außer ihr sitzt die ganze Zeit hinter mir und guckt durchs Fenster, wie ich Zelda zucke. Wenn ja, dann, oh mein Gott, was macht ihr? Okay, jetzt müssen wir zurück in diesen bösen Raum. Falls ich mich nicht verirre, heißt das. Was ziemlich wahrscheinlich ist, naja, nicht wirklich. Ach ja, den lustigen Sumuria-Stab. Oh, komm schon, Link. Boah, Link, du dumm Batz. So, jetzt aber. Och, Link. Stell dich nicht so an. Das ist das Schwerste hier im Dungeon. Oh, perfekte Landung. Oh nein, nicht der Raum. Ich muss nach unten. War ich schon oben? Ach, so. Hab mich schon gefragt, wie komme ich in diesen Raum? Oh Gott, lass mich in Ruhe. Aua. Ich hab dich doch gar nicht gehauen. Mistvieh. So, jetzt gehen die alle. Gib mir, komm. Danke. Eine Bombe, die ich nicht brauche. Okay, damit weiß ich, dieser Raum ist sinnlos. Ich darf jetzt diesen Raum wieder machen. Ich drehe durch. Nimm das, Gipto. Stirb. Oh Gott, Wallmaster. Den habe ich ja völlig vergessen. So, der Typ ist auch tot. Wallmaster. Toter Wallmaster. Boah, das wird knapp. Aua. Mann, warum kriege ich Stromschläge? Ich will keine Stromschläge. Okay. Boah, falsch. So, jetzt. Komm schon. Oh, natürlich rennt Link dagegen. Boah, gerade noch geschafft. Okay, das ging echter als ich dachte. Da muss ich wieder mit dem Sumaria-Stab machen. Ach, komm schon. Oh Gott, stimmt, die Gyptos kommen ja dann. Ich Idiot. Egal, dok, bing und geschafft. Jetzt heilen wir uns hier wieder Magie auf, bzw. laden unsere Magie auf. Jetzt sind wir hier. Nein! Wow. Im Grunde hätten wir auch den anderen Weg gehen können. Der wäre kürzer gewesen. Glaube ich. Hoppa, das war knapp. Das war genauso knapp. Und das war überhaupt nicht knapp, weil ich mich da irgendwie dran vorbeigebackt habe. Ach, der Raum. Also, ich werde vom Feuerschlag getroffen, oder auch nicht. Wupp. Ach ja, der Zauberung ist nützlich. Wupp. Nee, ich bin unsichtbar und du nicht. Tja. Egal. Jetzt sind wir hier. Ach, den Penner kriege ich schon mal runter. Falls ich das könnte, aber ich kann es natürlich nicht. Oh, komm schon, Nick. Geht doch. So. Nein, falsche Richtung, Link. Jetzt sind wir in diesem netten Raum. Ach ja. Na, der war ja einfach. Der ist scheiße. Aua. Na, groß, jetzt sind wir wieder hier. Boah, genau wegen diesem Raum hasse ich diesen Dungeon so sehr. Ich muss hier, glaube ich, einfach nach unten. Ah, das heißt, hier ist ein Loch. Hier können sie nicht drüber. Hey. Da auch? Hä? Wo muss ich dann lang?
drehe noch mal durch. Hier ist ein Loch. Kommt nach oben. Ah, da lang. Und jetzt muss ich die Tür noch erst killen. So, nein. Da wo das jetzt, hier kann ich draus. Nein, hier kann ich noch. Hier nicht mehr. Hier immer noch. Gut, dass ich so viele Bomben mitgenommen habe. Oh, das war so logisch. Das war so logisch, dass ich dann da reinfalle. Oh, nee. Boah, ey. Gibt's denn keinen anderen Weg, diesen Scheiß zu machen? Wenn ich jetzt recht nachdenke. Ist doch nur ein Feld, oder? Noch Dreck. Mal gucken, ob ich das hinkrieg. Muss aber ganz präzise sein. So. Nein, nur wieder ein Schritt zu weit. Sorry, dass ihr das jetzt mit angucken müsst, aber ich habe keine Lust, jetzt mit dem Weg da rumzurennen. Okay. So. Komm schon. Klapp. Ja, es hat funktioniert. Boah, Mann, warum ist es mir das nicht früh eingefallen? So viel dazu. Ich sagte, den Bombentrick braucht man eigentlich nicht verwenden in diesem Spiel. Aber jetzt habe ich es gemacht und das hat mir das gottverdammte Leben gerettet und mir 10 ganze Pfeile beschert. Ich will hoffen, dass ich irgendeinen Punkt hier wegbomben kann. Also die Bomben weisen doch darauf hin. Nein, hier nicht. Da. Okay, das heißt dieser Weg. Oh Gott. Bossfight. Warum nicht meine Silberpfeile? Komm schon, auf Eis diesmal. Die Armor Smites auf Eis. One Hit. Ja, die Silberpfeile sind immer. Komm schon, werd böse. Tot. Wir kriegen leider keinen neuen Herzcontainer, was ich ziemlich schade finde. Na ja, stimmt, dann gehen wir wieder zurück. Ich dreh durch. Wow, aua. Warum stehe ich da fest? Oh, Feen. Nein, ja, komm her. Ham. Okay, jetzt müssen wir die Amazons, glaube ich, nochmal besiegen, wenn wir welche haben. Scherz, oder? Jetzt darf ich nicht jetzt auf den Weg da. Oh nee, jetzt bin ich hier. Ich hätte nicht den Weg gehen sollen, Leute. Oh Mann, ey. Oh Mann. Epic Fail. Oh, boah, ihr scheiß Viecher. Jetzt darf ich den ganzen Weg ernsthaft noch machen? Oh Mann, ey. Das pisst mich jetzt an. Boah, ey. Irgendwie ist das nur voller Fails, dieses Let's Play. Oh ne, jetzt darf ich das hier auch nochmal machen. Stirb, Gipto. Oh, Gipto, ich sagte, du sollst sterben. Oh, Gipto! Mann! Warum tut er nicht das, was ich ihm sage? Hier, verbrennen, Stalfos. Nachdem ich ja Wallmaster gesterben. Habe ich da doch schon weggeschoben? Nein, natürlich nicht. Bin ich endlich dämlich? Ich kann es auch so rum machen. Was wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Oder doch? Nein. Oh, Glück gehabt. Okay. Ich habe zwar extrem viel Zeug verschwendet bei dem Versuch, aber egal. Brennt. Meine treuen Gyptos, die jetzt am Brennen sind. Doc, doc. Wie kommt der denn? Nein. Ich will nicht mein Super Elixier verwenden. Was zur Hölle? Geht doch. Ich dachte schon, ey. So. Ach ja, hier ist jetzt nichts drunter. Jetzt kommt nochmal dieser Raum hier. Wuppa, das hat knapp. Böses Vieh.
So, jetzt gehen wir das hier, gehen hier drauf, gehen wieder hier drauf. Wir glitschen uns da diesmal nicht dran vorbei. Was ist hier dran? Was ist da dran? Nix. Scheiße. Ah, ich glaube, ich muss mein Super Elixier so oder so verwenden, denn das wird wehtun. Jupp, ich muss mein Super Elixier so oder so verwenden, wie es aussieht. Denn hier komme ich nicht mit so wenig Magie vorbei. Das ist nicht, dass ich wüsste. Ne, sag ich doch. Oder doch? Oh, gerade noch geschafft. Gott sei Dank. Ach, hier, jetzt habe ich keine Magie mehr und jetzt sind wir schon wieder im bösen Raum. Okay, gleich erst. Nachdem wir diesen Penner hier eingefroren haben und die Statue wieder weggezogen haben. Mal wieder. Oh, natürlich falle ich da runter. Bleib eingefroren, Mistvieh. Boah, ich brauche schon wieder viel zu lange. Endlich wollte ich schon jetzt schon längst bei Ganon sein. Na, eigentlich nicht, aber... Ich meine, es sind nur noch dieser und der nächste Part wahrscheinlich. Hoffe ich mal. Falls ich jetzt hier nicht wieder übelst Scheiße baue. Und ich hätte mir den ganzen Mist auch ersparen können, indem ich mich da einfach rüberbombe. Aber nein, ich Idiot, mach sowas nicht. Nein. Warum sollte ich? Ich nehme immer den scheiße schweren Weg. Ah, ich drehe durch. Ich drehe nochmal echt durch. So, das Vieh kill ich jetzt erstmal. Jetzt lehm das erstmal. So, bomb mich rüber. Danke. Bitte, wenn ich jetzt hier Licht anmache. Wenn ich das könnte, weil ich. Dann wird das sofort weitergehen. Aber egal, wir wissen, dass wir das Teil da wegbomben müssen. Warten jetzt. Boom. Und fallen runter. Die Armor Knights wieder da. Ach Gott, die tauchen wieder auf. Ich drehe durch. Egal, mit meinem Masterschwert dürfen die jetzt auch kein Problem sein. Spare ich mir lieber die Pfeile. Kommt schon. Die halten immer noch scheiße viel aus. Egal. Aua. So, der Penner ist tot. Jetzt gehen wir nach oben. Nicht nach links wie gerade. Oh Gott, drei Truhen. Oh, den großen Schlüssel. Und die anderen sind Fake-Truhen. Nehme ich's. Nein. Das sind Bomben wie unnötig. Und 10 Pfeile wie unnötig. 2. Ich glaube, jetzt haben wir die Hälfte des Dungeons durch ungefähr. Ja, das war die Hälfte des Dungeons. Ihr habt richtig gehört. Ich habe mir scheiße viel Zeit gelassen, muss ich sagen. Hier nehme ich noch eine Fee mit. Oder 2 oder 3. Oder alle. Warum nicht? So. Jetzt öffnen wir die Truhe. Ich glaube, hier kriegen wir die letzte Rüstung. Ja, die rote Rüstung. Ich habe mich doch geirrt. Sie schützen dich noch besser als die blaue. Jetzt sehen wir total imber aus. Und jetzt gehen wir nach oben. Warum? Weil das der kürzere Weg ist. Und sieh, wir rennen hier durch. Die Treppe hoch. Denn hier führt der Weg nach oben, wo wir eigentlich lang müssen. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Ach ja, ich glaube, hier war noch genau den Raum. Der Raum war scheiße. Denn hier waren Gorias oder Gorias. Nimmt sich, wie sie wollt. Und die waren extrem beschissene Gegner. Ja, extrem beschissene in dem Spiel. Ah, fuck. Oh, nee, lass mich los. Ich glaube, hier muss man einen verschieben. Sag ich doch. Oh Gott, nee. Böses Mistvieh. Oh, dieses Mistvieh. Ich hasse es. Oh, nett. Jetzt darf ich die killen. Oh, die können natürlich meine Schüsse abblocken. Warum auch nicht? So. Sind auch tot, das war ja einfach. Ja, sie wollen uns echt jetzt töten, wie es aussieht. Ich meine, sie schießen jetzt schon mit Laserstrahlen auf uns. Aua! Was sie bei Spore zwar auch getan haben, aber hier bin ich nur ein einfacher Idiot und ich ramme die Tür auf. Bam! Warum geht das nicht im echten Leben? Ich renne gegen die Tür und sie fliegt weg. Oh nein! Wenn ich den Schalter jetzt aktiviere, wird es sehr lustig für mich.
Gott, Igos. Mama, Hilfe. Oh, ich wurde nur einmal da getroffen. Ich dachte, da geht jetzt voll die Hölle da unten ab, so To-Who-mäßig Bullet Hell überall. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, das ist ein Witz. Hä? Ach so! Ich habe mich schon gewundert, wie man da rüberkommt. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. So, also braucht man das doch einmal im Spiel, um diese scheiß Wand da zu öffnen. Es ist ein Fake-Weg, ist also irgend so, wo Miyamoto sich gedacht hat, haha, dann, ja, kann er sterben gehen. Aber wie es aussieht, war es das nicht. Und das war ziemlich nützlich sogar, weil jetzt ich volle Magie habe. Interessant. Also haben die echt dran gedacht, sowas da einzubauen. Ich habe diesen Punkt völlig vergessen. Egal, jetzt weiß ich es ja. Das ist lächerlich. Ach, der Raum. Egal, mit meinem Laserblitzen kann ich hier alles killen. Sterbt, sterbt. Ich hol mir die Pfeile. Die Pfeile sind awesome. Gott, der Dungeon geht echt noch so. Wie weit geht das Scheißteil noch? Wow, Laserstrahlen. Sterbt. Wow, übelste Ausweichskills hier von mir. Oder auch nicht, weil ich getroffen wurde. Oh nee, nicht noch mehr. Nicht noch mehr Killerräume, die mich total killen werden. Oh, boah, ich dreh durch. Komm her, ich werde dich erschwerfen. Ich werde dich erschwerfen, genau. Jetzt auch noch mit Eis. Ihr wollt mich verarschen. Was ist das hier? Dieser Kran aus Link's Awakening oder was? Das sieht fast so aus. Gib her. Ah, Laserstrahlen. Boah, überall Laserstrahlen. Ich dreh durch. Oh, nee, nicht noch mehr Eis. Das ist auch noch so ein dämliches Laser-Blaster-Dingen. Ja, aua. Ich will hier weg. Jetzt feuert er gleich wieder sein Laser auf mich. Oh Gott. Oh Gott, ja, das letzte Hindernis. Hardcore. Oh, Boss-Time. Boah, ich dreh durch. Das wird, glaube ich, noch ein längerer Part, als ich dachte. Ich hab... War der echt so lang, dieser scheiß Dungeon? Wow. Double Kill und darauf... noch ein Kill, warum nicht? Ups, sauber ausgewichen, aber leider in die falsche Richtung liegt. Wofür laufen, wenn Link sich zu den Sachen ziehen kann? Boah, sind wir jetzt endlich mal da? Hä? Da bloß sind auch Löcher am Boden. Ja, scheiße. Ich dreh durch. Aber ich glaube, ich weiß. Ja, okay, das war irgendwie logisch. Ich hasse diese scheiß Viecher. Wie hießen sie noch? Keine Ahnung. Oh, netter Raum mit Lasers. New. Wow. Okay, der Raum war jetzt mal voll schwer. Boah, ey, wie lange geht dieser Mist noch? Wissens wechseln sie in die Richtung nicht. Die Stelle dich wie bei dem NES. Also die Stellen sind irgendwie einfach. Ach ja, der Raum. Genau. Ich erinnere mich vage daran. Okay, los geht's. Ja, so. So. Und jetzt ganz schön unten. Und hier. Ich drehe durch. Oh Scheiße, ich erinnere mich an diesen Raum. Nein, zu spät. Boah, das ist auch ein Scheißraum. Einmal verkackt und man darf neu machen. Hallo, ey. Nein, wie weit geht dieser Mist eigentlich? Oh, stirb, du Scheißhelmus. So, ich hasse dich. Wo ist der scheiß Schlüssel? Da, verbrennen. Nein, der kann nicht brennen. Ach, du hast den Schlüssel. Sag mir das doch einer. Hilfe! Ich will hier langsam mal raus. Warum ist der so lang, der Dungeon?
Moment mal kurz. Hui, mein Monitor hat sich mal eben kurz entschieden, spontan auszugehen und ich dachte nur, what the fuck is going on here? Und bam, ging er wieder an, 2 Sekunden später. Wow, der Raum war ja einfach. Könnt ihr es nicht mal gut sein lassen jetzt? Auch mal alle Gegner aus der Lichtwelt. Auch wenn man den jetzt two-hittet, wenn man Wirbelattacke einsetzt. Jetzt kommt da eine Leiter. Ja. Hä? Ach, da. Yay, wir können uns rüberziehen. Und halt ein bisschen Geld. Warum nicht wenigstens eine Belohnung? Boy, so langsam geht mir das aber auch auf die Nerven. Ich glaube, ich mache im nächsten Kampf die 2 Bosskämpfe. Also im nächsten Part. Ach, der ist hier einfach durchzukommen. Muss nur wissen, wie die Viecher immer laufen. Die können nämlich nicht geradeaus rennen, wie man sieht. Oh Gott, wir sind endlich da. Link schon voll außer Atem. Egal, wir widmen uns diesem Bosskampf und sogar Ganon. Im nächsten Part. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bam.